Willkommen zurück zu Two Worlds 2. Willkommen zurück in Antalor. Und ich habe hier einen schönen Strand entdeckt, westlich von New Ashos. Hier ist sogar ein Lagerfeuer und ein Typ, der seine Notdurft verrichtet. Frecherweise. Eben saß er noch am Feuer und hat Würstchen gegrillt. Ja, ist ja gut. Er ist auch nicht ansprechbar. Das ist ein Elf? Nee, ich dachte schon gerade, er hat spitze Ohren. Ja, mit Elfen wird man es ja dann wieder in der letzten Erweiterung zu tun haben. Bin mal ein wenig in der Wildnis hier umhergestreift und habe ein paar lauschige Buchten und Strände entdeckt. Wirklich sehr hübsch. Mit Fischen. Wahnsinnig schönen Fischen. Ja, hier könnte man Urlaub machen. Man kann auch super schwimmen. Auf zu den Fischen. Genau, auf zu den Fischen. Ja, das fand ich damals schon so toll, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, 2012. Oh, was haben wir denn da? Ein Hai? Oder ein Schwertfisch? Ein wenig kraulen. Also Haie gibt es glaube ich nicht. Ich bin zumindest noch nie angegriffen worden. Ja, das ist doch echt ein Traumstrand hier. Ja, aus dieser ganzen Meeresgeschichte hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Auch wenn das DLC Pirates of the Flying Fortress natürlich mehr mit Schiffen zu tun hatte, aber es war auch eher statisch. Und ja, keinesfalls richtige Seefahrt. Auch ein schöner Platz hier zum Entspannen. Aber hier ist nichts los. Dann würde ich sagen, werde ich mal wieder meine Aufgaben so langsam wieder angehen. Nicht abstürzen. Kommt man hier eigentlich wieder rein? Ne, hier nicht direkt. Also ich hatte gesehen, dass hier im Dschungel, also in der Wildnis, allerlei Monster rumkreuchen. Und ich hatte schon ein, zwei Raptoren, Reaper, niedergestreckt. Die sind nicht ganz ohne, da muss man ein wenig aufpassen. Oh, da sind schon noch zwei. Ja, da muss man wie gesagt wirklich aufpassen. Vielleicht sogar mal einen Heiltrank bereithalten. Rechter Button. Vor allem greifen die mal im Doppelpack an. Ah ja. Vielleicht. Ja. Gar nicht mal so gut gekämpft gerade. Ja, doch, ich halte mich ganz gut. Beim ersten Mal war ich wesentlich näher am Tod. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh, was sehe ich denn da? Verdammt, ich muss mal ein bisschen heilen. Ich sage ja gerade, ich bin nicht ohne. Verdammt, nicht ohne. Ja, ich hätte beinahe einen Heiltrank genommen. Aber ich glaube, ich schaff's auch so. Wo sind die Viecher? Da. Die sind hier noch angeschlagen, hoffe ich. Also Monster heilen meines Wissens nicht. So, Leute. Ja, sie sind noch angeschlagen, aber ich muss trotzdem aufpassen.
Na, hab ich keinen gefinisht hier? Kann doch nicht wahr sein. Tja. Doch, jetzt. Ja. Ja, das wird doch ein guter Finisher. Oh, da hinten ist noch einer. Ich muss mal ein wenig aufpassen. Wenn mich jetzt noch einer angreifen würde. Das ist ein Einzelner. Ich denke, die sind in meinem Doppel-Duo unterwegs. Erstmal heilen. Ohne Heiltrank. Wenn man die Waffe wegsteckt, geschieht das. Hoffentlich lohnt sich's. Reptilienauge. Für die Alchemie. Sehr brauchbar. War das ein Einzelner da hinten tatsächlich? Wirklich? Ich trau der Sache nicht. Ah. Könnte sein. Ich sehe wirklich nur einen. Okay, wenn ich jetzt einen schlauen Angriff mache. Wenn. Ja, mit einem soll die wohl fertig werden. Ah, fiese Gesellen. Nö, schnell. Blocken bringt, glaube ich, auch nicht so viel. Nee, nicht wirklich. Aber nett gemacht, die Viecher. Ja, da muss man schon aufpassen. Verdammt. Verdammt. Ich glaube, es reicht so langsam. Waren da hinten noch Panther oder was war anders? Ja, ich glaube Panther. Okay, mit denen werde ich noch fertig. Ich bin kurz vorm Level-Up, sehe ich gerade. Ja, die kann ich auch noch eben klein kriegen. Die sind ja doch kein Gegner. Aber es sind viele. Oh, es sind viele. Ja, ich sollte nicht übermütig werden. Ah, vor allen Dingen verstecken ist immer schön. Naja, okay, wir gehen noch. Tja. Aber aus dem Hinterhalt kommt bestimmt noch einer. Und sie ziehen nicht immer wieder zurück. Schöne Tiere. Ja, Level up. Ups. Na, wo ist der? Da. Bleib ja liegen. Da ist doch noch einer. Hoffentlich kein Raptor. Wo bist du? Hä? Da hinten. Ja, er hat dich erwischt. Aber ich habe ihn auch erwischt. So, ich glaube, da hinten sind noch mehr Raptoren. Ja. Ja, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Ich glaube, es reicht für heute. Wie gesagt, der ganze Dschungel ist durchzogen von Monstern, die durchaus anspruchsvoll sind teilweise, vor allem die Raptorenviecher. Aber gute Alchemiezutaten. Wo waren denn noch jemand hier? Da. Genau, und da werde ich auch mal ein paar neue Tränke brauen. Ist wichtig im Verlauf des Spiels und auch Zauber bereithalten, aber das lerne ich ja auch teilweise in New Ashes. Da gibt es ja auch die Magiergilde und ja, gibt es auch sehr interessante Questen und Aufgaben. So, wo ist denn hier der Eingang? Ach so, ich muss noch weiter nach Süden. Muss ich mal markieren, da gibt es glaube ich nur einen Eingang. Beziehungsweise im Osten und im Westen. Wie ich das so sehe. Es wird ja auch so langsam wieder Abend. Ich hätte noch den Altar mitnehmen können, aber jetzt ist eh egal.
Hier sind keine Monster. Und ich werde mal wieder in die Uni gehen. Meine Questen verfolgen. Aber wie gesagt, New Ashes ist wirklich... ja, fast schon das Sahnestück von den Städten und Maps. Sehr geschmackvoll, wirklich. Ja. Ein Highlight. Die Uni war oder ist immer noch hier. Genau, und da weist auch meine Quest hin. Professor Rodeus, der hat wohl irgendwie Dreck am Stecken. Da soll ich auf jeden Fall mal guten Tag sagen. Falls ich da hinfinde. ja, falls. Ah! Ein Bürger, die verkaufen meistens Dietriche. Sehr gut. Ah, schöne Sachen. Eine Zauberkarte. Gift 900. Also die Dietriche kaufe ich. Leider einzeln. Egal wie teuer. Es wird doch immer etwas teurer, je mehr man kauft. Wie im richtigen Leben. Naja, manchmal kriegt man auch Rabatt, aber hier wird es immer teurer. Wegen der Nachfrage. Giftwirkung, Zauberkarte. Da muss ich mal schauen, ob ich sowas schon... habe. Verwesung. Gift habe ich schon. Aber man kann natürlich auch mehrere davon besitzen. Okay, dann lasse ich es erstmal. Vielleicht mal speichern. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Quick-Save-Taste gibt, wenn man mit Controller spielt. Ich glaube eher nicht. Deswegen. So, wo ist die Uni? Das war die Frage. Ich glaube, ich habe mich wieder verlaufen. Ja, wie es scheint. Also hier ist die Uni nicht. Ist irgendwo ein Durchgang? Habe ich mich wieder hoffnungslos verirrt? Ich bin ja auch auf der Suche nach den Zetteln von der... nach den verlorenen Zetteln. Ist auch eine Quest, aber... ich glaube, ich habe hier draußen fast alle gefunden. Ich glaube, in der Uni selbst sind noch welche, aber jetzt muss ich erstmal dahin finden. Ja, ich bin da. Und muss... ja. Woanders hin. Da, ein Ausgang, das ist immer gut. Oh, da bin ich doch beinahe aufs Dach gesprungen. So, die Uni ist in der Richtung. Da ist sie. Studenten eilen dorthin. Ist ja doch noch ein Stück weiter. Oh, Entschuldigung. Was ist das denn für einer? Oh. Bist du ein Söldner? Woran hast du das erkannt? Naja, du siehst ein bisschen mitgenommen aus, aber für einen Magier würde ich dich nicht halten, also... Es war mir nicht bewusst, dass es eine Kleiderordnung gibt. Ich wollte wirklich nicht unhöflich sein. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass ich dich an der Universität noch nie gesehen habe. Ich bin Tai Lin. Du studierst dort? Das war einmal. Was machst du jetzt? Sie haben mich rausgeworfen, weil ich... weil meine magischen Fähigkeiten nicht ausreichen. Du warst an der Venificus-Hochschule, aber kannst nicht zaubern? Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber hier auf der Insel gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, um etwas aus sich zu machen. Ich wollte, dass meine Mutter stolz auf mich ist. Aber jetzt traue ich mich nicht mal nach Hause. Hör zu, so ein Erlebnis hebt nicht gerade das Selbstbewusstsein, aber das heißt doch nicht, dass du nicht nach Hause gehen kannst. Deine Mutter wird es schon verstehen. Denkst du, ich suche einen Söldner, um mir seine Lebensweisheiten anzuhören? Ich rede mit dir, weil ein Haufen widerlicher Ungeheuer meine Mutter in ihrem Haus gefangen hält. Mhm. Oh.
Sie hat die Biester selbst gezüchtet, damit sie ihren Garten bewachen. Diese rotzfrechen Alchemiestudenten klauen ständig ihre Pflanzen. Aber jetzt lassen die Bestien niemanden mehr rein oder raus, auch nicht meine Mutter. Wir haben nicht viel Geld, aber ich kann dir ein paar verzauberte Gegenstände anbieten. Sie sind sehr nützlich, haben mir geholfen, mich durch die Uni zu mogeln. Hört sich so gut an. Klar, natürlich. Wir helfen. Gut, abgemacht. Danke. Hier, ich zeig dir, wo sie wohnt. Ich würde ja mitgehen, aber kämpfen kann ich auch nicht wirklich. Schon gut. Ich komme zurück, wenn ich fertig bin. Ja, ich warte hier. Und noch eine Quest für Tailin. Hilf Tailins Mutter, okay? Schau mal eben. Die Quest ist nicht aktiv gesetzt. Von daher ist manchmal etwas schwierig. Lexington, ja, das ist ja auch ein oft gefallener Name. Die hat wohl hier die der zieht hier wohl die Fäden in der Stadt. Nun ja, egal, ich gehe jetzt erstmal in die Uni. Eins nach dem anderen. Wo ich schon mal hier bin. Und da ist auch meine Freundin Charlene. Wetten, ich bin noch Luft für sie? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, du bist Luft für mich. Ja, ich weiß. Aber ich stehe über dir. So. Genau, das ist David. Für den soll ich ja was erledigen. Das tue ich jetzt auch. Nee, Quatsch, das ist Sarius. Genau, David war ja davor der Typ. So, genau, apropos erledigen. Professor Rodeus. Zu guter Letzt habe ich Professor Anaya gefunden, die mir weiterhelfen will. Vorausgesetzt, ich nehme mich eines Dreckskerls an, der Studentin belästigt. Der Name des Bastards ist Rodeus, Professor Rodeus. Das sollte nicht sehr schwer sein. Naja, hoffentlich. Und die andere Quest war, glaube ich, für die Magiergilde. Genau, das ist der Tailin. Okay, das werde ich dann danach bearbeiten. Eins nach dem anderen. Genau, das ist in der Uni irgendwo. Da werde ich jetzt mal rein. Vielleicht nochmal kurz gespeichert. Und? So, Professor Rodeus. Wie erkenne ich ihn? Nicht. Frechheit. Entschuldigung. Wie erkennt man ihn? Bin ich überhaupt richtig hier? Null Meter? Ist er draußen? Wer weiß? Ist er hier? Sieht aus wie ein Professor, aber nicht unser Professor. Eine Dame? Tja, da geht's wieder nach vorne. Wie finde ich diesen Typen? Ist er unten? Schwer zu sagen. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Frau. Sehr unwahrscheinlich. Da hinten sitzt noch jemand. Auch nicht. Alle Studenten. Ja, da muss ich wohl nach unten. Wie es aussieht. Oh, der Drache ist schön. So einen möchte ich auch. So. Ich glaube, diese Tür war verschlossen. Vorhin.
mal kurz hier gucken. Das ist, glaube ich, Timothy. Da gibt es eine Quest, die später relevant wird. Seelenmeister, da kann man seine Attribute zurücksetzen. Aber hier war es verschlossen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wo ist der? Oh, lange Gänge. Na hier. Wer sucht, der findet. Ah. Da ist der Knilch. Was ist das denn? So, dann werde ich ihn mal zur Rede stellen. Wer sind Sie? Was fällt Ihnen ein, hier einfach so einzudringen? Rodeus? Für Sie immer noch Professor Rodeus. Also, wer sind Sie? Sagen wir einfach, ich bin die Stimme der Sprachlosen. Und deshalb werden wir beide uns jetzt hübsch unterhalten. Ach, und ich würde nicht einen meiner Mitarbeiter rufen. Das tut dann nur noch mehr weh. Bitte was? Ah, Moment. Sie schickt dich. Ja, genau. Da kann doch nur diese scheinheilige Kuh von Anaya dahinter stecken. Es spielt eigentlich keine Rolle, wer mich schickt. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass für dich der Spaß vorbei ist. Sie lügt. Du darfst ihr nicht glauben. Sie versucht schon seit langem, mir eins auszuwischen. Und jetzt hat sie dich gefunden. Was hast du von der ganzen Sache? Geld? Ich kann auch zahlen. Kein Geld. Informationen. Also? Informationen? Aber ich weiß einfach alles hier. Ich kann dir alles sagen, was du wissen willst. Tja. Sollte ich seine Version hören? Na gut, der Gerechtigkeit halber, wir hören seine Geschichte noch an. Na gut. Ich höre mir deine Version der Geschichte an. Du wirst es nicht bereuen. Sie spielt nur ihre Spielchen. Glaub ihr kein Wort von dem, was sie sagt. Hey, ich habe niemals behauptet, dass sie mir etwas gesagt hat. Lassen wir die Versteckspiele. Ich weiß, um welche Geschichten es geht. Ja, es stimmt. Ich lasse nichts anbrennen. Ich bin eben ein Mann. Da hat man bestimmte Bedürfnisse. Das kennst du doch auch. Du wirst das doch verstehen. Komm auf den Punkt. Naja, diese jungen Dinger wollen es gar nicht anders. Ich habe niemals einer angefasst, wenn sie es nicht wollte. Das alles beruht auf Einvernehmen. Wir machen ein bisschen rum und ich bin nicht so streng, wenn es um die Noten geht. Was ist schon dabei? Aber was diese Anaya macht, das ist eine Sauerei. Ich verstehe nicht ganz. Diese Mädchen. Naja, manchmal sind sie hinterher ein bisschen durcheinander. Wissen nicht, ob sie richtig gehandelt haben. Jung und unerfahren, wie sie noch sind. Sie würden ja drüber wegkommen. Aber dann tritt diese Anaya auf den Plan. Sie nährt ihre Selbstzweifel, redet endlos auf sie ein. Sie nimmt sich der armen Dinger an. Und ganz nebenbei rekrutiert sie sie für ihren Begleitservice. Ja, doch. Er heißt Black Rose. Ist nicht dein Ernst? Wenn ich's dir sage, sie kriegt Provision für jedes Mädchen, das sie ins Geschäft einführt. Und sie verdient ganz gut dabei. Ist dir nicht aufgefallen, wie teuer sie angezogen ist? Glaubst du, sie bezahlt ihr teures Parfum von ihrem Gehalt als Dekanin? Ich verstehe nicht, wie das alles unbemerkt bleiben sollte. Oh, sie ist raffiniert und ich bin selbst nur draufgekommen, weil sie mir ein Geschäft angeboten hat. Hat mir einen Anteil versprochen, wenn ich... Sie wollte noch mehr Mädchen rekrutieren. Ich habe abgelehnt. Daraufhin hat sie sofort angefangen, Gerüchte gegen mich zu streuen. So hat sich das Ganze hochgekocht. Gut, ich werde da mal nachforschen. Aber ich warne dich, wenn das eine Finte war. Naja, ich soll nochmal mit Dr. Anaya reden. Ich habe ja jetzt zwei Versionen gehört. Die Sache ist also komplizierter als gut und böse anscheinend. Wie so oft im Leben. Ah. Wen haben wir hier? Anaya ist im anderen Trakt, genau. Bibliothek. Ah, ich habe noch mehr Unterlagen gefunden. Sehr gut. Und noch ein Dokument. Memoiren einer verlorenen Seele.
Sehr interessant hier. Nicht schlecht. Vorlesungsmitschrift. Die neue Stahlkunde. Es gibt hier viel zu lesen. Über das Gleichgewicht der Elemente. Und wen haben wir hier? Senua. Aha. Noch mehr zu lesen? Na? Letzte Gedanken eines Golems. Ja, vielleicht ist ja auch eine Quest dabei. Wer weiß. Hol ich da noch ein? Nee, anscheinend nicht. Aber ich glaube, es geht noch nach oben. Ah, da war doch, glaube ich, eine Treppe. Außerdem muss ich ja noch nach Dokumenten suchen. Die verlorenen Papiere. Deswegen muss ich eh alles abgrasen. Leben und Missetaten der berüchtigsten Piraten Antalors. Ja, viel Lesestoff. Ein Trank? Ein Gegengift, nicht schlecht. War's das? Oder ging es auf der anderen Seite auch noch hoch? Mal sehen. Hier was hier übersehen? Ich glaube, das war's. Ah, hier ist nicht zu sehen. So. Ich glaube, ich habe jetzt Vorlegungspapiere. Habe ich 13 von 15, also zwei fehlen noch. Ja, die Quest sollte dann bald erledigt sein. Gut, da werde ich mal ein wenig hier meine Dokumente studieren und in der nächsten Folge stellen wir gemeinsam Dr. Anaya zur Rede. Ob da was dran ist mit ihrem Begleitservice? Naja, eine knifflige Entscheidung wahrscheinlich steht an. Wem glaube ich? Dann sage ich dann, ich hoffe, ihr seid dabei in der nächsten Episode. Ciao, der Argonaut, wir sehen uns.